Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 127, Vers 1 schreibt der weise Salomo: Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Übergib ihm dein ganzes Lebenshaus und lass ihn Wächter in deinem Leben sein, gerade zum Beginn des neuen Jahres. Hoffnung um 12, heute wollen wir dich wieder ermutigen. Ja, Glaube trägt. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Glaube trägt. Wir lesen da in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Ja, ich habe im Leben schon viel gebaut. Mein Vater hatte eine Baufirma und später haben wir ja das ganze Missionswerk, das Missionszentrum hier zusammen gebaut. Und da gibt es einen Grund, auf den man baut. Und dann hat man zunächst mal nur die Vorstellung, wie soll es werden. Man macht Pläne, man ändert Pläne und so weiter. Aber wenn man dann die Pläne fertig hat, kann man sich schon vorstellen, wie das fertig aussieht. Und so ist es auch im Glauben. Der Glaube ist der tragende Grund, auf den man baut. Wenn man Pläne macht und hat noch kein Grundstück, dann plant man zu breit, zu hoch, die ganzen Maße passen nicht, weil es nicht zum Grundstück passt, weil man ja noch keins hat. Aber man braucht ein Grundstück, das trägt, ein Fundament, das trägt. Und so ist es auch der Glaube. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was du brauchst. Im Vertrauen zeigt sich, heißt es hier, jetzt schon, was man noch nicht sieht. Du darfst jetzt schon für das vertrauen, was du noch nicht siehst in diesem Jahr. Danke, Herr, dass wir Vertrauen haben in dir, in dein Wort, in deine Kraft. Und danke, Herr, dass unser Glaube, Herr, der Grund ist, Herr, auf dem das gebaut wird, Herr, was wir brauchen, was wir wollen und Herr, auch die Gunst, die wir von dir empfangen. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Mutter bittet um Gebet für ihre krebskranke Tochter und sie schreibt: Bitte um Gebet für unsere Tochter. Sie bekommt Chemo und hat Probleme an Händen und Flimmern an Augen. Wir vertrauen auf Jesus und bitten um Eingreifen, dass der Krebs ganz verschwindet für immer und nie wiederkommt und dass auch die Nebenwirkungen der Chemo keinen Schaden an den guten, gesunden Zellen anrichten darf. Besonders auch die Augen, dass sie geschützt sind, dass unsere Tochter wieder ganz gesund wird. Danke für eure Gebete. Jesus, ich danke dir, dass du diese Tochter kennst, die Krebs hat. Und wir danken dir, dass du jede Zelle jetzt durchströmst, dass jede Zelle, die nicht hingehört, jede Zelle, die krank ist, verschwindet und austrocknet im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass auch die Hände und die Augen wieder in Ordnung kommen, dass keine Nebenwirkungen mehr zu sehen sind, zu spüren sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Leib berühren kannst und dass du deine Heilungsströme jetzt da durch diesen Leib sendest. Danke, Jesus, du bist der Herr auch über ihrem Leben. Und ich danke dir, dass jeglicher Krebs besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per WhatsApp erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte im tiefen Glauben um Gebet für eine sehr gläubige und liebe Dame, die auch ihren demenzkranken Mann pflegt. Sie hat sehr starke Schmerzen im Knie. Ebenfalls bitte ich um Weisheit und Zusammenführung meiner Familie, ganz besonders meine Geschwister. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die ihren Mann pflegt und auch ihren Schmerzen kennst im Knie. Danke, Jesus, dass dieser Schmerz besiegt ist und dass er aufhört. Danke, dass wir ihn entmachten durch dein Blut. Und ich danke dir, dass dieses Knie wieder vollkommen funktioniert in deiner göttlichen Schöpfungsordnung. Danke, Jesus,
dass dein Heilungsstrom durch dieses Knie fließt und dass diese Frau wieder Kraft hat. Danke, Jesus. Und du berührst auch ihren demenzkranken Mann. Danke, Jesus, dass auch das nicht zu schwer für dich ist und dass du auch ihn berühren kannst. Danke, Jesus, dass wir dir dieses Ehepaar hinlegen dürfen und dass du eingreifst. Und auch für die Frau, die uns geschrieben hat, für ihre Familie. Danke, Jesus. Sie wünscht sich, dass das zusammengeführt wird mit ihren Geschwistern und die ganze Familie. Und ich danke dir, dass du das tust. Wir haben das schon so oft erlebt, dass Familien versöhnt werden und zusammenkommen. Und ich danke dir, dass du es auch hier tun kannst. Danke, dass du Herzen veränderst und dass da wirklich etwas Wunderbares geschieht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau hat folgendes Anliegen und bittet um Gebet. Heilung von Tinnitus im linken Ohr und für einen neuen Arbeitsplatz. Ja, dafür wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, für diesen Tinnitus, dass du, Herr, eingreifst. Herr, ich danke dir dafür, dass in dieses Ohr und den ganzen Mechanismus vom Ohr, Herr, wieder richtig Ruhe reinkommt. Herr, wir rufen deinen Frieden, deine Ruhe aus. Und danke, Herr, dass du da Heilung schenkst in wunderbarer Weise. Und Herr, du kennst auch den Wunsch nach einem neuen Arbeitsplatz. Herr, danke, Herr, wie wir es schon oft hier erlebt haben. Schenk sowas Wunderbares, Herr, wo viel besser ist als zuvor. Und danke, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Amen. Und ein Ehepaar bittet um Gebet für ihren Schwiegersohn. Unser Schwiegersohn, 33 Jahre alt, zwei kleine Kinder, hat Hirnhautentzündung. Er ist im Krankenhaus. Man forscht gerade nach dem Erreger. Er hat furchtbare Kopfschmerzen und er bekommt sehr starke Mittel. Bitte beten Sie auch für Frau und Kinder. Und auch wir als Eltern und Schwiegereltern brauchen ganz viel Kraft. Herzlichen Dank. Oh ja, das kann man sich ganz gut vorstellen. Das ganze Kopfkino, was da geht, was da alles passieren kann und wie das alles ausgehen kann. Und dafür beten wir jetzt. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass hier nicht das passiert, was so die gewöhnlichen Folgen sind von dieser Krankheit. Ich danke dir dafür, Herr. Wir zerschneiden und zerbrechen, Herr, jedes Gedankengebäude, Herr, das auf diese Richtung geht. Ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist, der Wiederhersteller, dass auch diese Entzündung verschwinden muss und die Erreger einfach weg sind. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass bei dir alles möglich ist. Herr, Mittelwege, Herr, du kennst alles. Und Herr, danke, Herr, für einen komplett gesunden Kopf. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen und mit großer Freude berichtet diese Frau. Sie schreibt, mit Freude darf ich euch mitteilen, dass Gott eingegriffen und mir Heilung geschenkt hat. Als eure Antwort bei mir ankam, kam auch die Besserung im Rücken und Kopf. Ich kann mich wieder bewegen und gehen. Herzlichen Dank und Gottes reichen Segen für euch. Dem Herrn gebührt Dank und Ehre. Ja, das ist wahr. Gott hat eingegriffen, eine Mutter berichtet. Vor einigen Monaten bat ich euch um Gebet für meine erwachsene Tochter. Sie litt psychisch unter Traumata, Depressionen und Essstörungen. Der Umgang mit ihr war trotz Therapie sehr schwierig. Nicht lange, nachdem ich euch das Gebetsanliegen schickte, war sie wie verwandelt. Als ob ein Schalter umgelegt wurde. Sie berichtete mir strahlend von ihrer inneren Veränderung. Das hält bis heute an. Dank sei unserem Herrn, der alles möglich macht. Ich komme aus dem Staunen und Danken gar nicht heraus. Ja, das ist wirklich staunenswert, was Gott tun kann in unserem Leben. Und eine Frau aus Ostdeutschland berichtet Folgendes. Ich hatte einige Monate sehr starke Rückenschmerzen, sodass ich kaum noch laufen konnte. Seit einer Woche sind diese Schmerzen weg. Einfach so. Es ist jetzt so, als wären diese Schmerzen niemals da gewesen. Das hat der Herr getan. Lob und Ehre, Preis und Dank sei ihm dafür. Und ich danke euch von Herzen für alle Gebetshilfe. Und Gott führt immer wieder auch Familien zusammen, wie auch diese Frau berichtet.
Ich bat euch um Gebetsunterstützung, dass Gott unsere Familie wieder zusammenführt. Nun hat er es getan. Wir waren nach 28 Jahren das erste Mal zum 91. Geburtstag meiner Mutter wieder beisammen. Danke, Herr Jesus. Vielen Dank für eure Gebetsunterstützung. Ja, und Gott erhört Gebet. Ja, gerade so in der Winterzeit ist das noch viel, viel wichtiger, dass Familien funktionieren und dass so zusammengeführt wird, was getrennt wurde. Es ist immer schön, so eine Gebetserhörung zu hören, weil das ist genauso wichtig wie eine Heilung. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die Verbindungsdaten sind eingeblendet. Ja, auf was vertraust du, was du noch nicht hast? In diesem neuen Jahr, wir sollen wirklich vertrauen auf dem Grundbauen des Glaubens. Glaube für das, was du noch nicht siehst. Schreib uns einfach, was dich bedrückt. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Ja, und diese Woche ist doch mal am Freitag kein Hoffnung um 12, aber ab nächster Woche sind wir wieder zweimal für dich da mit Hoffnung um 12. Und wenn du noch nicht unser Magazin hast, schau dir diesen Clip an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch »Du bist wertvoll« von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Und wir laden dich ein für den kommenden Sonntag zum Gottesdienst um 10 Uhr und verabschieden uns nun für heute. Gottes Segen und alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.